Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich habe mir eine quadratische Leinwand bereitgelegt, die ist 40 x 40 cm groß. Und dann habe ich mir aus drei Farben meine Lieblingsfarbe, ein dunkles Meeresgrün, angemischt. Und zwar habe ich dafür das Phthalo-Grün verwendet, das Saftgrün und das Königsblau. Ich vermische die drei Farben schon auf der Leinwand, aber ich mische sie jetzt nicht so, dass ich nur noch eine Farbe auf der Leinwand sichtbar habe. Also es ist ein bisschen von dem Blau und von dem dunklen Saftgrün zu erkennen. Anschließend trockne ich wie immer meine Hintergrundbemalung vollständig mit dem Föhn, bevor ich dann heute mit einem etwas größeren Malmesser ein Rakelbild anfertigen werde. Metallicfarben gehören mit zu meinen Lieblingsfarben und hier habe ich das helle Gold von Amsterdam Acrylics gewählt, um damit einen Untergrund herzustellen. Normalerweise zerstöre ich die Farbschichten erst in späteren Lagen, wenn der Aufbau der Farben dicker ist. Aber das heutige Bild möchte ich so gestalten, dass ich in den unteren Schichten bereits ein paar Linien einkratze. Das helle Gold ist vom Farbauftrag sehr dominant. Ich habe es auch so gestaltet, dass es sehr homogen aufgetragen worden ist. Und wenn ich eine dunklere Farbe jetzt über das Goldene setze, dann tritt diese in den Hintergrund. Das heißt, ich dimme sie etwas ab. Und das kann ich ganz hervorragend machen, indem ich jetzt das, was ich vorhin für die Hintergrundfarbe noch auf dem Teller habe, etwas über die helle, glänzende Metallfläche lege. Wie ihr seht, verändert sich augenblicklich der Charakter des Bildes. Für das, was ich heute vorhabe, benötige ich noch dunklere Bereiche. Was liegt also näher, mir die Hintergrundfarbe Saftgrün zu nehmen und sie dann einzusetzen? Sie ist zwar transluzent, aber wenn ich sie eben ein bisschen dicker auftrage, wird sie an den richtigen Stellen dunkel. Anschließend gehe ich auch hier mit meinem langen, schmalen Malmesser durch die noch nasse Farbe, um wieder ein paar Linien zu ziehen, um diesem Bild diesmal von unten ein paar interessante Strukturen hinzuzufügen. Eine Metallicfarbe reicht mir für dieses Bild heute nicht aus und deshalb greife ich zu dem Farbton Bronze und trage ihn auf dem dunklen Saftgrün und gegenüberliegend von dem hellen Gold auf. Auch hier versuche ich die Farbe möglichst deckend aufzutragen, um anschließend ein paar Linien in die noch nasse Farbe zu kratzen. Mein Hintergrund mit den Metallicfarben und den ganzen Kratzern ist fertiggestellt, sodass ich jetzt mit dem Grün-Blau meinen richtigen Bildaufbau beginnen kann. Das Grün-Blau habe ich deshalb gewählt, weil mein Hintergrund ja auch aus Grün und einem Blauton besteht und damit eine gewisse Harmonie auf dem Bild sein wird.
Ich habe bei der Komposition des Bildes immer verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mit Kontrasten arbeiten oder ich kann mit Harmonien arbeiten. Und hier an dieser Stelle ist es mir wichtig, einmal Bezug auf den Hintergrund zu nehmen, auch wenn die Farbe im ersten Augenblick natürlich sehr blau erscheint. Aber ich habe es hier auch wieder mit einer transluzenten Farbe zu tun. Das heißt, die Farbe ist nicht dominant und sie vermischt sich dann an einigen Stellen auch sehr gut mit den bereits vorhandenen Farben, sodass ich immer wieder interessante Strukturen habe. Und aufbauend auf den dunklen Grün-Blau-Ton wähle ich eine Perlfarbe. Perlfarben haben nach dem Auftrocknen eine Art perlfarbenen Schimmer. Und hier fällt die Wahl auf das Perlgrün. Perlgrün eben deshalb, weil es das Grün-Blau und die Hintergrundfarben sehr unterstützt. Und vor allen Dingen, hier haben wir es wieder mit einem Kontrast zu tun, einen helleren Kontrast zu dem dunkleren Grün-Blau setzt. Nachdem ich die helle Perlfarbe aufgetragen habe, wähle ich jetzt wieder einen dunkleren Ton. Das ist das permanent rot-violett, was ich in meinen Bildern auch sehr gerne verwende. Und auch hier haben wir es wieder mit einer transluzenten Farbe zu tun. Das finde ich sehr spannend, dass viele der ausdrucksreichen Farben einfach transluzent sind. Das würde man dann beim Lasieren oder so sehr merken, oder wenn man mit einer solchen Farbe einen Hintergrund gestalten möchte, wird man vermutungsweise viel mehr Farbe verwenden müssen, als es bei einer deckenden Farbe der Fall ist. Ich arbeite teilweise ein paar Akzente auf diesem Bild aus, weil der heutige Gedanke dieses Bildes ein sehr abstrakter Sommergarten sein wird. Und deshalb werde ich jetzt, wie ich es vorhin gemacht habe, auf dem permanent rot-violett eine hellere Farbe anwenden. Zunächst einmal das Perlrot, um diesen dunklen Ton zu unterstützen. Und anschließend werde ich zu diesen beiden warmen Farben eine kalte Farbe setzen. Aber der Reihe nach. Das ist übrigens die Originalgeschwindigkeit, in der ich diese Details gesetzt habe, weil ich mir das Bild hier angucke, überlege, an welchen Stellen ich Akzente oder Details setzen kann und es dann auch ausführe. Jetzt verwende ich die vorhin schon angekündigte kalte Farbe, und zwar handelt es sich um das deckende Persisch-Rosa. Es ist zwar schwer zu erkennen, aber ihr könnt mir glauben, dieser rosafarbene Farbton hat einen kalten blauen Unterton. Und damit schaffen wir zum einen einen Kontrast zu den warmen Farben. Und zum anderen passt dieser Farbton in das Farbschema mit den ganzen Blautönen. Ich bin neulich mit einer Freundin auf einem ehemaligen Gelände einer Bundesgartenschau gewesen. Und dort finden sich noch sehr schöne Rosen, die angelegt worden sind. Und sie blühten in verschiedenen Farbtönen und dufteten teilweise auch herrlich. Und ich denke, dass dieses Bild
eine Erinnerung an diesen Ausflug ist. Im Gegensatz zu dem Rakelbild, was ich euch letzte Woche vorgestellt habe, kommt es bei diesem Bild auf sehr viel Detailarbeit an. Und das liegt natürlich zum einen an meinem verwendeten Werkzeug, welches nicht eine so große Fläche hat, und zum anderen auch, was ich darstellen möchte. Beim letzten Bild habe ich mich von einer Farbe leiten lassen und zur Überraschung aller habe ich das Bild relativ zügig als beendet erklärt. Und mit diesem Bild ist das anders, weil ich hier sehr viele Details zeigen möchte. Jetzt arbeite ich ausschließlich Details mit dem dunklen Farbton Grün-Blau nach, um nochmal entsprechende Akzente zu setzen. Da ich der Meinung bin, dass mein Bild jetzt fertig ist, zeige ich euch in der Kamerafahrt über das noch nasse Bild, dass dieses Rakelbild sich von meinen anderen Rakelbildern sehr unterscheidet. Das liegt natürlich an dem Rakelwerkzeug. Ich habe hier keine Chance, diese Inseln zu erhalten, weil die Fläche einfach viel kleiner ist als mit meinen anderen Rakelwerkzeugen. Aber das macht dieses Bild auch sehr viel lebendiger und teilweise auch bunter, weil ich einfach die verschiedenen Schichten viel stärker wahrnehmen kann. Inzwischen ist das Bild getrocknet und ich zeige euch einmal mit der Kamerafahrt die einzelnen Partien des Bildes. Als erstes fällt auf, dass Acrylfarben grundsätzlich dunkler auftrocknen, als sie es im nassen Zustand sind. Dann fällt mir auf, dass die Struktur der Leinwand oben auf der Oberfläche ablesbar ist und auch, dass diese Kratzer, die ich mit dem Malmesser in die Farbe gekratzt habe, auch noch gut zu sehen ist. Spannend finde ich auch den Kontrast zwischen den normalen Acrylfarben, den Perlfarben und den Metallicfarben. Je nachdem, wie man auf dieses Bild blickt, vor allen Dingen, wenn es jetzt senkrecht an der Wand hängt, hat man einen anderen Eindruck. Bei diesem Bild spielt die Lichtquelle eine sehr entscheidende Rolle. Je nachdem, welche Lichtquelle ich einschalte und je nachdem, aus welchem Blickwinkel ich das Bild betrachte, leuchten die Perl- oder die Metallicfarben mal mehr und mal weniger auf. Insgesamt hat dieses Rakelbild einen fröhlichen, farbenfrohen und äußerst lebendigen Charakter. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du mir für dieses Video und mein Bild ein Like gibst. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.